Malle! Solange auf Malle der Zapfer noch läuft, solange der Helmut noch Uhren verkauft, solange das Bier hier noch schmeckt, solange gehen wir nicht weg. Malle ist einfach perfekt. Aber scheiß drauf, Malle ist nur einmal im Jahr. Ole, ole und tschala. I love Schlagerplanet und hier ist euer Peter Wackel und ich grüße alle Leser von schlagerplanet.com. Gemütlichkeit und Ruhe zu Hause, dass man mal keinen Stress hat und vor allem keine Social Medias, kein WhatsApp beantwortet, einfach wieder in Ruhe irgendwo sitzen, gemütlich zusammen sein. Einfach Ehrlichkeit, das ist mir das Allerwichtigste. Mit Betrug habe ich so mein Problem. Und das ist, gilt für Geschäft wie Beziehung. Ehrlichkeit ist ganz wichtig. Also nicht nur eine Panne, vom Playback-Springer bis zum kompletten Ausfall des Mikrofons oder es ist ja alles schon passiert. Ich bin sogar einmal von der Bühne auch gestürzt. Da haben das ist aber 20 Jahre, glaube ich, es war in Bamberg, kann ich mich daran erinnern. Da wurde eine Bierbank auf einen Biertisch montiert mit Schrauben. Natürlich stand ich dann irgendwann oben drauf, bis das abgebrochen ist. Weg war ich. Dann geht's halt wieder hoch auf den Biertisch. Also sowas ist natürlich jetzt nicht mehr möglich mit so professionellen Bühnen wie heute Abend auch. Aber eigentlich ist in den letzten 23 Jahren bei mir alles passiert, was man so haben möchte. Also vom Busenblitzer von einem Fan auf der Bühne bis Knutschen, bis Heiratsantrag. Ein Fan ist dann auch von der Bühne wieder gefallen, weil sie ihn nicht aufgefangen haben. Also es passiert alles. Nach Mallorca zu gehen, glaube ich. Denn ich bin jetzt schon seit über 20 Jahren mit meiner Frau auf Mallorca. Und es war schon das große Sprungbrett für mich. Denn gerade mit meiner Partymusik, ich hätte es in Deutschland gar nicht so in der fränkischen Region geschafft, so rauszukommen. Denn diese ganze Promotion-Plattform, die Insel, Sonne, schön. Und inzwischen bin ich da sehr, sehr heimisch geworden mit Finca, mit Hund und Katzen und allem drum und dran. Habe wieder eine kleine Landwirtschaft. Also das war schon eine Top-Entscheidung. Ein wirkliches Geheimnis von mir, also mich ertappt man auch mal wirklich im kompletten Jogger oder sowas beim Müll rausbringen, denn ich bin jetzt kein Mann, der sich immer nur stylt und vor die Haustür zu gehen. Mich gibt es halt auch ganz normal, also mich erwischt man im Müllermarkt oder im Supermarkt einfach in Crocs, in der dreckigen Hose, weil ich eben gerade vom Tierefüttern komme oder vom Traktor absteige, wo ich mir auch denke, naja, hoffentlich erkennt mich jetzt keiner, Sonnenbrille auf oder einfach mal dreckig rumlaufen gehört für mich genauso dazu, als nur herausgestylt im Smoking irgendwo schön zum Abendessen gehen. Also ich brauche diese beiden Welten, komplett verschiedene Welten. Nur Glamour ist mir ja nicht so ganz recht. Absolut auf dem Kriegsfuß mit Social Media, das ist nicht meine Welt. Ich lasse das auch gerne professionell betreuen, sonst bin ich sehr nah dran. Also ich schaue mir weder einen Account von anderen Leuten an und sowas. Ich bin da überhaupt nicht dabei. Digitalisierung der Musikwelt finde ich okay. Es geht nicht mehr anders. Ich bin selbst faul. Ich lade mir ein Lied herunter, wenn ich irgendwo bin. Mir gefällt das. Ich mache Shazam an. Was ist das? Ah, höre ich doch. Ziehe ich mir aus dem Netz. Das ist einfach. Das ist schnell. Das ist bequem. Das funktioniert. Aber ich möchte bitte nicht, wie viele, viele andere, an einem Vierer-Abendessenstisch sitzen und jeder schaut in sein Telefon. Das ist für mich das Schrecklichste der Welt. 60er, 70er, genau meine Zeit. Ich bin 77er Jahrgang und ich liebe diese bunte Schlagerzeit. Und ich denke auch immer, wenn ich damals schon aktiv gewesen wäre, ich wäre auch ein viel, viel größerer Schlagerstar gewesen. Denn alleine diese Anzüge von Michael Holm und Costa Cordalis, das fasziniert mich. Ich liebe so eine Glamour-Welt. Jetzt kommt erstmal meine nagelneue Single raus. Boom Boom, eine Bella Noche, ein Mix aus Latino, Schlager, Reggaeton, eine komplett neue Musikrichtung. Ich darf endlich mal Spanisch singen. Das ist mir das auch ganz, ganz wichtig. Nämlich so 70% Spanisch und 30% noch Deutsch, die Strophen dazu. Ganz wichtig. Es gibt neue Reisen mit mir. Es gibt eine Hüttengaudi in Nürnberg. Es gibt Partyboote in Köln. Also das findet man alles bei mir unter wackel.de. Das ist wirklich, ich bin so der gemischtware Laden der Schlager- und Partyszene. Bei mir gibt's alles. Vollgas leben.
Es ist einfach schade, wir sind viel zu kurz auf dieser Welt und deswegen einfach nur Glück ist für mich jetzt genau dieser Tag und nicht an gestern denken. Dieses ewig Gestrige, das nervt mich sehr und deswegen immer noch vorne. Deswegen freue ich mich auch jetzt auf den Auftritt.